Hallo und herzlich willkommen zu meiner Espresso TV. Mein Name ist Tom Krause und heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil der kleinen Schule der Hypnose. Gestern habe ich euch ja gezeigt, wie ihr euch in einen entspannten Zustand versetzt als Hypnotiseur, um die Voraussetzung dafür zu erfüllen, auch einen anderen in diesen entspannten Zustand zu versetzen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Geh nochmal in diesen Zustand, in den du deine Augen schließt und dir aus deiner Vergangenheit vor dein inneres Auge rufst, wie du dich normalerweise tief entspannst. Und die Augen erst dann wieder öffnest, wenn du dieses Gefühl der Entspannung verzehnfacht hast. Um die Übung jetzt weiterzumachen, brauchst du einen Übungspartner, denn es ist ganz einfach, mit einem Partner diese Übung zu machen, indem du das, was ich gerade noch einmal wiederholt hast, anwendest. Ihr setzt euch gegenüber hin, also die Kamera wäre jetzt mein Übungspartner. Ich schließe die Augen, stelle mir vor, wie entspannt ich in meiner Vergangenheit schon mal gewesen bin, in einem tief entspannten und glücklichen Zustand. Öffne dann die Augen. Und schaue mein Gegenüber an. Und genau das machst du jetzt auch mit deinem Gegenüber. Gehst in den Zustand, öffnest die Augen und schaust ihn an. So ungefähr 1 bis 2 Minuten, die in diesem Fall sehr, sehr lang werden können. Probier das aus und dann macht dein Gegenüber danach genau das Gleiche. Dann werdet ihr feststellen, dass bestimmte Phänomene begonnen haben, in eurem Körper zu wirken. Schau ihm dabei direkt in die Augen. Die zweite Übung ist, geh wieder in diesen Zustand, in dem du deine Augen schließt und öffne sie dann, wenn du in diesem Zustand bist und ihn verzehnfacht hast und beobachte den Atem deines Gegenübers. Schau also genau auf den Brust-, auf den Bauchbereich, da, wo sich der Atem deines Gegenübers hebt und senkt. Hebt und senkt. Hebt und senkt. Und schau, was passiert. Manchmal ist das schon der erste Schritt zur Hypnose, zur Trance. Und genau das ist auch erwünscht. Hypnose ist etwas sehr Einfaches. Darum müsst ihr keine große Wissenschaft machen. Hypnose kommt manchmal sogar ohne große Wörter aus. Es reicht manchmal sogar, wenn ihr euer Gegenüber einfach nur anschaut. Das habt ihr jetzt gelernt. Beziehungsweise zeige ich euch dann in einer der nächsten Ausgaben von meinem Espresso TV und der kleinen Schule der Hypnose, was ihr mit dieser Atemübung und der Augenübung noch machen könnt. Vielen Dank und bis dahin, wenn ihr mögt, gerne morgen wieder bei meinem Espresso TV. Tschüss!